Wie viele Stunden genau es wohl gebraucht hat, um daraus das hier zu zaubern? Wir haben euch schätzen lassen und klären nun mal auf, was so eine Defender-Restaurierung wirklich an Zeit frisst. Putzen, demontieren und sortieren hat gute 155 Stunden gedauert. Schnell mal entrosten? Ist nicht. Dieser Step hat uns bei allen Teilen insgesamt 208 Stunden gedauert. 176 Stunden haben wir gebraucht, um den Defender auch technisch komplett zu überholen. 69 Stunden waren unsere demontierten Karosserieteile beim Lackierer und ca. 30 Stunden hat unser Sattler gebraucht, um die Armatur, Sitze und Co. neu zu beziehen. Nun zum zeitaufwendigsten Teil, und zwar die Neumontage des Wagens. Die schlägt mit 498 Stunden ziemlich krass rein. Sage und schreibe 1136 Stunden stecken drin, um daraus das hier hinzukriegen. Bei einer 40-Stunden-Woche wären das ca. 28 Wochen. Nun fehlen noch einige Stunden, um daraus einen Offroad-Camper zu machen. Und vergiss nicht, uns zu folgen, um das nicht zu verpassen.